Hallo Leute, ich war ja länger als gedacht in Thailand, deswegen schulde ich euch noch das April-Video und das will ich auf jeden Fall auch jetzt nachholen von der Jahreszyklus-Serie. Ich verlinke euch mal die Playlist oben in einer Infokarte und dann könnt ihr euch auch die anderen Videos anschauen, falls ihr die noch nicht kennt. Ich habe jeden Monat ein Video gemacht über die Qualität dieses Monats. Also was sagt uns, was zeigt uns die Natur, was wir für unser eigenes Leben übernehmen können. Der April, der Monat der Öffnung und des Schutzes. April kommt von Apriare, genau, von sich öffnen, öffnen. Und ja, vielleicht hast du das schon beobachtet im April, das, was sozusagen im März zart angefangen hat, der Frühlingsanfang, wird im April fortgesetzt. Ja, die Natur kommt immer weiter zum Vorschein. Es wird immer grüner. Wir haben so ganz zarte grüne Spitzen und die Knospen kommen langsam raus und beginnen sich so zart zu öffnen. Und ja, wir haben da einfach immer mehr die Qualität des Neubeginns, ja, wir spüren, dass klar, das ist noch sehr wechselhaft, das Wetter, ne? Der April macht, was er will. Das ist der Monat, in dem wir bis zu 25 Grad Celsius Unterschied haben können zwischen, ja, da kann Regen sein, da kann Wind sein, da kann Schnee sein, Eis sein, da ist auch Sonne, es kann richtig warm sein und uns nach draußen locken. Also da ist alles möglich, die ganze Bandbreite. Und auch Frost kann es da noch geben, ja. Und es ist wie so der Spiegel, dass ja da ist was ganz Zartes, Neues. Und dann kann es sein, weil es noch so zart ist, dass es wieder vernichtet wird, ne? Das ist ja auch so die kritische Zeit, wenn die ganzen Knospen da sind und die Gärtner so und die ganzen Gärtner befürchten, dass es halt noch mal kalt wird oder wenn sie schon Pflanzen rausgesetzt haben, so, ne, dass es dann irgendwie, dass sie dann wieder wegfrieren. Und für uns Menschen, also für unseren Alltag, können wir das so übernehmen oder so verstehen, dass jede von uns hat, jede von uns hat es schon erlebt, Verletzungen, enttäuschte Lieben, Schmerzhaftes, ja. Und es kann dazu führen, dass wir uns zurückziehen, dass wir eine Mauer um unser Herz bauen, damit uns das nicht widerfährt, dass wir nicht wieder so enttäuscht werden. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Es donnert hier um mich herum und blitzt. Vielleicht kann ich das dann noch ein bisschen aufnehmen nachher. Und ja, das ist so die erste Reaktion, so die man da machen könnte. Aber wenn du eine Mauer um dich baust, dann wird alles Lebendige verschwinden. Ja, und das Leben will gelebt werden. Und der Frühling, dieser April, der zeigt uns, der ist so mutig, der kommt raus, der wagt es und der riskiert es, wieder zerstört zu werden. Der riskiert es, verletzt zu werden. Ja, weil das kann einfach passieren. Und es ist einfach wichtig, habe ich gemerkt, diese ganzen schmerzhaften Erfahrungen aufzuarbeiten, damit umzugehen, ja. Nicht, also ich gebe das gerne zu, ich habe da auch jahrelang eine richtig dicke, fette Mauer um mein Herz gehabt und alles abgeschottet, weil ich nicht wieder so verletzt werden wollte. Aber ich kam dann irgendwann an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte gerne mich wieder lebendiger spüren. Ich möchte gerne mich wieder verlieben und offen sein. Und dann habe ich einfach wieder, was heißt einfach, ich habe dann wieder angefangen, mich mit Menschen zu umgeben, wo ich mich öffnen konnte. Ja, ich habe ja auch gesagt, eingangs der Monat der Öffnung und des Schutzes. Also es ist ganz wichtig, da auch in deinem Tempo voranzuschreiten. Ja, zum Beispiel die Knospen, die haben so ein ganz feines Sensorium, dass sie genau spüren, okay, kommt da jetzt nochmal die Kälte, dann öffne ich mich nicht so schnell. Oder
spüre ich da Wärme, dann hat sie sich weiter geöffnet. Ja? Also geh da in deinem Tempo, achte auf deine Grenzen und nimm Hilfestellungen an. Ja? Und, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, es lohnt sich, lebendig zu sein, alle Gefühle zu spüren, auch die des Schmerzes, weil dann kannst du auch die Freude richtig spüren. Dann, boah, das Gewitter. Dann kannst du auch die schönen Seiten, ne? Also so, und ich meine, ich versuche sowieso immer mehr dahin zu kommen, die Wertung rauszunehmen, sondern die Gefühle, die da sind, als das zu nehmen, was sie sind, ja. Und erst der Kopf bewertet es ja, dass das was Schlimmes ist oder was Gutes ist. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ja, und dann noch ein wichtiger Punkt, ne, bei den, warum unser Leben ist ja manchmal von Widrigkeiten oder Enttäuschungen oder Rückschläge oder sowas, ne? Und aus der Natur im April können wir lernen, dass wenn eine Pflanze wächst und da kommt Wind, da kommt Gegenwind, so, ne, dann wird die stabiler, dann wird die widerstandsfähiger. Ja? Die Pflanzen, die das ganze Jahr über draußen sind, die Wildkräuter, die werden ganz robust, weil sie diesen Frost widerstehen, sich dem widersetzen. Und also es macht uns stärker, wenn wir auch mal Gegenwind bekommen, wenn wir auch mal gerade... Es ist ja so, wenn ich halt ein ganz frisches Projekt habe, so, ne? Wenn ich was neu angefangen habe, wenn ich ganz frisch verliebt bin, dann ist es ja noch was ganz Fragiles, was ganz Zartes, was sehr viel Schutz braucht. Ne? Das ist auch gut, da achtsam zu sein und in einem langsamen Tempo voranzuschreiten und sich zu öffnen und immer tiefer einzulassen und den nächsten Schritt zu gehen. Und ja... Und wenn du mal in den Sommer blickst, so, ne, wenn dann die Projekte schon stabiler sind, dann macht einem der Wind und Rückschläge machen einem dann viel weniger aus, wenn man schon im vollen Saft ist. Ne? Aber gerade am Anfang, die zarten Pflänzchen, die wollen beschützt werden, die wollen umsorgt werden und gepflegt. Ne? Und das ist das, was du auch jetzt machen kannst, wenn du anfängst, dich wieder zu öffnen, dann oder halt neue Projekte startest, die ganz zart sind, dann achte auf sie, dann kümmere dich um diese kleinen zarten Pflänzchen. Das war der Teil. Ich will nur ganz kurz einfach, weil es so ein wichtiges Fest ist und auch mein Lieblingsfest, im April haben wir auch das Osterfest, was ein Mondfest ist, weil das richtet sich nach dem Mond, wann wir Ostern haben. Ja, und es ist sozusagen immer das Wochenende nach dem Vollmond, nach dem ersten Vollmond, nach der Tag- und Nachtgleiche. Die Tag- und Nachtgleiche ist am 21. März und dann quasi der Vollmond danach. Yeah! Fast über mir. Der Vollmond danach, und ich stehe hier immer noch ganz entspannt, der Vollmond danach ist dann, oder das Wochenende nach dem Vollmond ist dann Ostern, und die 40 Tage davor ist die Fastenzeit. Und zwar kommt das aus daher, dass so zu der Zeit ungefähr es anfing, dass die Speisekammern leer geworden sind. Und dann haben die Menschen halt 40 Tage gefastet, bis sie dann im Frühling, im April, um die Osterzeit wieder angefangen haben, sich aufzufüllen oder die frischen Sachen nachgekommen sind. Ja, das nochmal ganz kurz zum Osterfest. Ja, genau, also diese Fastenzeit ist auch eine Zeit, in der die du für dich gut nutzen kannst, wo man halt irgendwie sich sozusagen vielleicht mal ausprobiert, wie das ist, auf bestimmte Sachen wegzulassen und das Leben einfacher zu machen, sich runter zu reduzieren, wesentliche Dinge. Es muss ja nicht ein komplettes Fasten sein, aber vielleicht gibt es irgendeine Sucht oder irgendwas, was du halt ausprobieren möchtest, wo du ja dein Leben vereinfachen möchtest. Denn je weniger du im Leben hast, je einfacher wird das Leben. Ja, je weniger Dinge du hast, um die du dich kümmern musst, je mehr Zeit hast du einfach für dich, frei zum Fließen.
Genau, das waren die wichtigen Punkte vom April. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und wie gesagt, schau dir noch die anderen Videos an über den Jahreszyklus. Die nächsten Monate werden dann auch wieder kommen. Und jetzt hat es voll geblitzt. Yeah, das haben wir noch drauf. Ja, also ich mache mich jetzt mal auf den Heimweg und wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit. Bis dann!